Joho Leute, was geht? Ich bin wieder der Simple King und ich habe euch ein neues Texture Pack vorzustellen, und zwar von Honey Ball, das Remake Texture Pack. Hier sieht man's auch noch. 64x64, LK Remake. Wie gesagt, von Honey Ball für die Minecraft 1.2.4. Und ja, das werde ich ab jetzt auch in meinen Let's Plays verwenden. Vorerst, ich wechsle ja wie gesagt ziemlich häufig das Texture Pack. Aber das werde ich erstmal behalten, weil ich das echt cool finde und ziemlich schön. Ja, das wollte ich nochmal vorstellen. Ihr seht hier die ganzen Blöcke nochmal. Ich habe nur ein paar aufgelistet, weil wäre sonst hier zu viel geworden. Dieses Schiel sieht man halt nicht so gut, aber es wird schon gehen, denke ich. Lava und Abgrund und so sieht auch alles ganz in Ordnung aus. Der Dschungel finde ich sehr geil. Also diese Farbstruktur finde ich sehr, sehr geil. Und jo. So, gut. Das war's mit erstmal diesem kleinen Review, weil ich wollte es ja nur ganz kurz anmerken, was ich jetzt für eins verwende, und kann ich mich ja draufstellen? Nein, kann ich natürlich nicht. Also, netter Wicks sehen auch total lustig aus, finde ich, also das mag ich an dem Texture Pack. Sehen ein bisschen ulkig aus, aber ich mag das. Ich finde das cool. Gehen wir wieder hoch, aber wir graben uns hier hoch, weil wir Fame sind. Nicht wirklich, aber Way Train. Hey, muss hier lang. Okay. So, das war's nur mit der kleinen Vorstellung für das Texture Pack. Und geil, das habe ich auch gerade erst gemerkt. Schaut euch mal das an. Das sieht ja jetzt geil aus. Hat Minecraft echt Sterne eingebaut? Respekt. Respekt. Das sieht echt cool aus. Vor allem mit dem Texture Pack und jetzt. Krass, ja. Ist der Mond gerade da gewesen? Jetzt ist er. Verschiebt der Mond sich gerade? Der verschiebt sich doch, der scheiß Mond. Okay, das war es mit dem kleinen Review. 2 Minuten, wie gesagt, dauert ja nicht lange. Alles klar, bis zum nächsten Mal, wenn ich euch das nächste Texture Pack vorstelle. Haut rein!